Ab sofort sitzen die Piraten im Berliner Senat aus dem Stand 8,9%. Naja, in Berlin, da ticken die Uhren eben anders als bei uns im Münsterland. Nicht unbedingt. Münster ist ein durchaus etabliertes Piratennest. Seit 2009 sitzt ein Pirat im Stadtrat. Und die Bundesgeschäftsführerin, die wohnt in Münster. Die Führungsspitze der Partei hat natürlich bis in die sprichwörtlichen Puppen gefeiert. Das Ergebnis ist amtlich. Und trotzdem, als könnten Sie den unglaublichen Erfolg nicht glauben, müssen Sie sich die sensationellen Zahlen aus Berlin immer wieder ansehen. Ja, von 0 auf 8,9. Zugewinn von 8,9. Ja, das soll jetzt mal einer nachmachen. Das hat noch nie einer vor uns geschafft. Irgendjemand hat ausgerechnet, über 120.000 Berliner haben die Piraten gewählt. Ja, so viele leben in Wolfsburg, habe ich heute Morgen im Kommentar. Und das ist das Zehnfache unserer Partei. Noch haben Münsters 51 Piraten keine Geschäftsstelle, kein Büro, treffen sich dort, wo es gerade passt. In Münsters Rathaus Innenhof erklären sie den Wahlerfolg. Das sind unsere Themen, die beim Bürger angekommen sind. Das sind die super Plakate, die die Berliner gemacht haben. Das ist einfach die Wechselstimmung, die in Berlin da auch hochgekocht ist, die mit den etablierten Parteien so nicht mehr zufrieden sind. Die wollen eine direktere, eine bürgernähere Politik. Mit dem Rückenwind aus Berlin ist die Euphorie groß. Die Piraten halten alles für möglich. Ich glaube, jetzt ist dieser Zugewinn an Prozenten, diese Verdopplung der Prognosen und schließlich auch des Wahlergebnisses, etwas, das überall passieren kann. Einfach dadurch, dass die Leute zum ersten Mal sehen, wer sind die Piraten, wofür stehen die eigentlich wirklich. Bei Wahlkämpfen werben sie für mehr Transparenz in politischen Prozessen, für Freiheit im Internet, Datenschutz. Wer sind die Piraten denn wirklich? Ich denke, das weiß die Piratenpartei selber nicht, was sie für eine Programmatik hat. Sie haben zwar ein 51-seitiges Wahlprogramm für Berlin geschrieben, aber innerhalb der Partei ist die Auseinandersetzung über das Programm noch nicht abgeschlossen. Das, was überkommt, ist tatsächlich eben, dass es insbesondere gegen die etablierten Parteien ist als Protest und eben auch Freiheit im Internet, Urheberfreiheit etc. etc. Mit den politischen Piraten haben die Etablierten in Münster erste Erfahrungen gemacht. Das Ratsmitglied der Partei macht zurzeit Urlaub. Im Rat war er Teil einer 6-Parteien-Koalition, hat den Haushalt mit verabschiedet und sich besonders für kostenloses Busfahren und Live-Übertragungen von Ratssitzungen im Internet stark gemacht. Ich denke aber schon, dass die Piraten eine Leerstelle markieren im klassischen Parteiensystem, weil die Netzpolitik und die Chancen auch des Internets vielleicht auch von der SPD, aber auch sicher von anderen Parteien in der Vergangenheit etwas unterschätzt worden sind. Jubelnde Piraten wie in Berlin, das können sich die Parteifreunde in Münster auch hierzulande gut vorstellen. Aber dazu brauchen sie eins ganz dringend: viel, viel mehr aktive Mitglieder.